Der Himmel über Krakau ist blau, die berühmte Altstadt weit weg. Wir fliegen über Stadtrand Wildwuchs zu einem der größten Aviation Parks der Welt. Hier, wo sich einst der älteste Flughafen Polens befand, werden seit rund 50 Jahren Flugobjekte ausgestellt. Das Freiluftmuseum brauchte ein Empfangsgebäude. Und es hat es bekommen, basierend auf einer so einfachen wie überzeugenden Idee. Sie kennen das wahrscheinlich noch von den Propellern bzw. den Pusterädern. Man hat einfach ein Quadrat genommen, ausgekreuzt, nochmal reingezeichnet und konnte dann ausschneiden und hatte dann dieses Pusterrad, was Kinder so gerne in den Wind gestellt haben. Wir haben Ähnliches gemacht. Wir haben diese Flächen gefaltet und bekommen so die Grundform des Gebäudes und vor allen Dingen die Außenräume. Und dieses ist jetzt das Gebäude. Mit dem Windradentwurf gewann der Berliner Architekt Justus Püsal den internationalen Wettbewerb. Der Betonglasbau greift die Grundmaße der alten Hangars auf, 60 mal 60 Meter. Das allerdings ist nur aus der Luft zu erleben. Dagegen ist die Idee, dem Luftfahrtmuseum Flügel zu verleihen, von jedem erkennbar. Das Gebäude an sich soll wirklich Emotionen hervorrufen und eine Poetik, die Poetik des Fliegens umsetzen in, ich sag mal, gegossenen Beton. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir ein Material gewählt haben, was eben gar nichts mit Flugzeug oder mit Fliegen zu tun hat. Da würde man ja erwarten, ein leichtes, ein transparentes, ein Gebäude aus Edelstahl, aus Blech, aus Aluminium. Genau das haben wir nicht getan. Wir haben das hier verortet, das Gebäude ist hier und soll auch hier bleiben. Trotzdem hat der Bau keinerlei Erdenschwere. Durch die Rundung der Betonschwingen scheint er kurz über dem Boden zu schweben. Das Krakauer Luftfahrtmuseum ist der erste wichtige Kulturbau, den ein deutscher Architekt nach dem Ende des Sozialismus in Polen realisiert hat. Anfangs gab es auch Vorbehalte. Das Trauma der deutschen Besetzung Polens im Zweiten Weltkrieg sitzt tief. Der Film, der im Museumskino gezeigt wird, erzählt vom Stolz der Polen auf ihre Sammlung. Einige Exponate kamen während des Krieges aus Deutschland nach Krakau. Über die Frage, ob sie nun deutsches oder polnisches Eigentum sind, wird bis heute gestritten. Justus Püsal sagt, dass das seine Arbeit nicht behindert hat. Geholfen hat außerdem, dass die Museumsleute mit ihm immer den gleichen Ansprechpartner hatten. Denn der Architekt war auch Generalplaner, verantwortlich für jedes Detail, selbst die Vitrinen. Und das bei einem Minibudget von insgesamt 13 Millionen Euro. Es ist eine ganz einfache Box, ein ganz einfacher Kasten aus Aluminium mit der Glashaube drumherum und dann dieser Beleuchtung, die ist einfach erlaubt, das Ganze zu wechseln. Und man darf nicht vergessen, dass wir ein sehr, sehr geringes Budget zur Verfügung hatten. Also wir mussten immer aufpassen, was wir vorschlagen und was wir uns dann zum Schluss auch leisten können. Aluminium, Glas, Beton. Zusammengenommen entsteht so eine Bühne für die Luftfahrt. Elegant, einfach und unaufgeregt. Die Flugzeuge, eines aus jeder Etappe der Luftfahrtgeschichte, hängen und stehen in der Haupthalle, als wenn sie gleich losrollen, fliegen oder gelandet sind. Wenn Sie hier das sich anschauen, dann wirken die Objekte selbst und wirken sozusagen und haben der Hintergrund ist der Beton, der graue Beton, eine neutrale Farbe, die es erlaubt, ob das hier nun ein hellblaues Flugzeug ist oder ein silbernes oder ein rotes Flugzeug, es bringt die Objekte selbst zur Geltung. Und das war auch unser Ansinnen. Wir haben uns mehrere Museen angeschaut, also nicht nur für dieses Objekt, auch für andere Objekte, und haben festgestellt, dass zu häufig die Architektur zu aufgeregt ist. Das kann man von diesem Museumsbau nicht sagen. Hier gibt es eine klare Großform und zurückhaltende und trotzdem ausdrucksstarke Details, wie die schwebende Treppe, die auf engstem Raum Platz finden musste. Auch wenn Justus Püsal mit der Beleuchtung noch nicht zufrieden ist, die Resonanz bei den Museumsleuten, Besuchern und in der Fachwelt ist insgesamt sehr positiv. Ob am Tag oder nachts, dieser Bau vermittelt die Poesie des Fliegens.
Und was kann man mehr erwarten von einem Museum für Luftfahrt?